So, weiter geht's bei Minecraft. Wir haben noch Nacht und einen schönen schwarzen Fleck. Aber man sieht sogar den Sand dort unten. Ah, jetzt hat sich's korrigiert. Wir haben ja in der letzten Folge ein wenig die Gegend erkundet und auch Pferde gefunden, beziehungsweise die neue Baumart. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, lieber schlafen. Aber vorher gucke ich noch, ob wir einen Enderman sehen. Und irgendwie nicht. Klar, der Zombie sieht uns gleich wieder. Tschüss. Ich habe dann auch gleich mal geguckt, ob wir die Pferde uns noch nicht rüberlocken könnten. Aber das würde mir... Oh, hier die Spinne? Nee. Das würde mir nicht sehr viel bringen. Och, was. Wo ist denn die doofe Spinne? Ey, ich kann nicht schlafen, weil die Monster in der Nähe sind. Hallo, ich bin hier geschützt. Es würde mir jedenfalls nicht viel bringen, weil ich keine goldenen Äpfel und so Kram habe. Und nur mit diesen Dingern kann man die auch vermehren. Klar haben wir bestimmt irgendwo ein bisschen Gold. Aber lohnt sich noch nicht wirklich, würde ich sagen. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob man mit normalen Zuckerrohr oder Weizen oder Karotten, keine Ahnung, die hinter sich herlocken kann, so wie mit Karotten die Schweine. Ich würde es sehr gerne ausprobieren. Andererseits ist es natürlich auch eine ziemlich lange Strecke, die man da zurücklegen müsste. Und die Frage ist, kriegt man dann wirklich, also ich würde ja gerne auch Kühe dann mitnehmen, ob man dann gleichzeitig zwei Kühe und zwei Pferde mitbekommt. Das ist halt die Frage. So, oh nee. Eine Witch. Und die Frage ist auch, der Block wurde doch mit Sicherheit von einem verdammten Enderman dahin gestellt. Mann, Mann. Die Frage ist auch, wie wir jetzt weitermachen. So, hier habe ich ein bisschen gepflanzt. Hier fehlt noch ein Kiesweg. Da fällt mir ein, ich hätte eigentlich eine Idee, was wir machen könnten. Ich pflanze jetzt einfach mal die Akazien hier. Pack das auch in der Truhe erstmal alles. Die Werkbank nehme ich mal mit. Ich mache mal hier zu. Ta-ta-ta-ta-tan. Nee, den Stein lasse ich erstmal noch hier. Die Holzkohle auch. So, erstmal mache ich noch mal ein paar. Was mache ich denn hier? Doch. Noch ein paar Fackeln und dann. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Tiefe. Unter unserem anderen Haus. Und können noch mal weiter erkunden. So, den Rest behalte ich mal. Die Setzlinge haue ich gleich noch hin. Bisschen was zu futtern. Problem ist, dass wir hier keine Eisenspitzhacke haben. Und ich habe auch gerade keine Lust, die von drüben zu holen. Zur Not machen wir die eben unten. Dazu sollte ich vielleicht ein bisschen Holz noch mitnehmen.
Die Hacke brauchen wir ja nicht. Haben wir noch Holz hier oder muss ich jetzt noch schnell was abholzen? Ich muss wohl was abholzen und wir haben auch keine Axt hier dabei, ne? Verdammt. Na gut. So, das sollte erstmal reichen. Und dann gehen wir mal runter. Obwohl. Ich sollte mir vorsichtshalber doch gleich nochmal ein Schwert machen. Hatten wir hier noch was zu futtern? Zufällig. Weil dieses Zombie-Flash ist ja doch nicht so der Burner, aber. Sieht nicht so aus, egal. Ups. So, welche Ecke war denn jetzt die, wo wir den Creepermann hatten? Ich glaube hier. Und ich höre ein Skelett. Wahrscheinlich ist hier nebenan auch nochmal eine Höhle irgendwo. Wasser. Das ist aber ein ganz schön großes Höhlensystem hier schon wieder. Was hier auf jeden Fall schon mal sein Ende nimmt. Und dolle Rohstoffe sind hier bis jetzt eigentlich auch nicht so zu finden. Das einzige. Oh Gott. Was hier relativ viel vorkommt, ist Kies, was natürlich auch schön ist. Oh oh. Das ist noch ein Zombie. Hallo. Ich brauche mehr Anlauf. Hier ist am besten, glaube ich. So. Auf jeden Fall müssen wir uns da auch irgendwo nochmal durchbuddeln. Ich will wissen, ob vielleicht mal irgendwo ein Spawner zu finden ist. Oh no. Jo, diesmal hat es nicht ganz so gut geklappt. Hier unten ist das aber fast egal. Ach du Gott. Noch einer von der Sorte. Und wir scheinen irgendwo unter dem Meer zu sein hier. Interessant.
wenn wir schon mal hier in der Ecke sind, wo wir eh nicht mehr wahrscheinlich hinkommen, kann ich hier auch gleich mal das Eisen rausholen. Und die Kohle. Gleich wieder Kies, der hier hinterher geschossen kommt. Hier auch. So, und hier könnte ich mir glatt... Oh ne, gut, ich dachte schon, es wäre vielleicht hier ein Zulauf vom Meer, aber sieht nicht so aus. Wir machen jetzt erstmal hier die Wasserfläche weg. Dann können wir bequem da runter und der Creeper kommt angeschissen. Und wir treffen den nicht. Oh nee. Doofe Spinne jetzt auch noch. Mr. Zombie kommt auch noch. Das ist ja nett. Und ein Creeper ist da auch noch. Oh oh. Mal. Erstmal muss ich mir jetzt noch einen Weg nach oben machen, damit ich zur Not noch schnell fliegen kann. So. Und den Creeper würde ich eigentlich auch gerne loswerden. Aber das scheint jetzt ausreichend weit weg zu sein. Da oben ist ja auch noch wieder ein Gang, ey. Von hier sollte nichts mehr kommen. Oh Gott. Gut, da würde ich sagen, abbauen. In solchen Räumen könnte man sich eigentlich auch mal gut ein Zwischenlager basteln. Die sind schön rund. Oh yeah, ich höre sie. Aber ich will mich da nicht durcharbeiten, weil Lava in der Nähe ist. Könnte über uns sein, könnte neben uns sein, keine Ahnung. Und dann machen wir an dieser Stelle auch erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.